MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omsi 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind wieder zurück auf der Karte Stuttgart Linie 64, eine reale Karte wohlgemerkt. Und ja, es gibt einen Anlass, diese Karte mal wieder zu fahren. Denn diese Karte ist eine Karte, die man mit einem kleinen Bus befahren sollte. Also einem kleinen Sprinter, der jetzt hier tatsächlich steht, von Mercedes-Benz natürlich, so muss das sein. Und zwar fahren wir mit dem brandneuen Bus Mercedes-Benz Sprinter City 77. So nennt sich dieser Bus, der ist knapp 9 Meter lang. Und wie ich finde, auch sehr schick, ja. Ich wollte auch ein VfB-Logo raufklatschen eigentlich, ne, weil sie 4-1 gewonnen haben, aber habe ich mir dann doch erspart. Wir fahren mit dem grauen Repaint, es gibt verschiedene Farbtöne. Und wir fahren wohlgemerkt mit der Automatik-Variante. Es gibt auch eine mit Schaltung. So, startet das Ganze mal. Wir gucken uns mal den Innenraum an. Wie ich finde, sehr schön texturiert. Ein Bus, der ist gerade neu rausgekommen, könnt ihr euch also runterladen in der Videobeschreibung. Allerdings beide Russen rausgekommen, ja, bei Wladimir. Also müsst ihr mal gucken. Ist eigentlich unkompliziert, die Website. Einfach auf Download klicken oder so, kriegt ihr ein bisschen Werbung halt, aber ist halt eine russische Seite. So. Wir bezahlen ja schön mit Deutsche Mark. Hier kannst du die Tickets dann verkaufen. Das Gerät kennen wir auch schon aus dem anderen Sprinter. Die ganzen Teile hier sind nicht so wirklich zu bedienen. Warmblink und so geht. Ach, guck mal, hier, hier ist das Ibis. Das habe ich in der Probefahrt gar nicht entdeckt. Nee, weil es ist so. Also wir fahren mal ein Stück vor. Aber ich muss es eigentlich nicht zeigen. Also egal, ob ihr hier was geschildert habt oder nicht, die Leute steigen immer ein. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Das ist eigentlich, kannst du sonst einstellen, wie bei der Karte Altstadt, ne? Da sind wir vor kurzem gefahren. Nö, aber dann machen wir das halt hier über das Ibis. Dann sind die abgesichert. Und ich finde, die Matrix sieht auch sehr schön aus. Fahren zur Haltestelle Stelle. So, da steht das nochmal, 64 Stelle. Hinten ist keine Matrix. Ja. Ist ein Dreiachser übrigens, wohlgemerkt. Gut, ich finde jetzt hier das Holz im Lenkrad, das finde ich persönlich hässlich, aber das ist halt mein Geschmack, darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Das ist der Fahrplan, ja. Wir fahren die Tour natürlich hin und zurück, wie sich das gehört. Sind wir auch schon mal gefahren, die Tour, so ist es ja nicht. Das ist der Innenraum, wie ich... Also hier finde ich das Holz dann wieder sehr schön. Ne, also schön mit Parkett und so weiter. Ja, ein Niederflurbus, wohlgemerkt. Wir müssen natürlich mit der Minustaste auf dem Numpad Türfreigabe reinmachen. Können ja die erste Tür öffnen. So. Oh, das ist wirklich geil gemacht, ne? So... Rollstuhl, Kinderwagen und so weiter. So, und jetzt hören wir uns nochmal die Türsounds an hier. So. Den Omsianern, den eifrigen Omsianern unter euch dürfte aufgefallen sein, das sind einfach nur gemischte Sounds aus SD-Bussen. Ja, also SD-202 aus den verschiedenen Serien. Also wenn die Tür aufgeht. Ist vom 92er und dann noch irgendwas aus irgendeiner 80er-Serie noch. Das ist ein bisschen schade. Ihr könnt natürlich diesen Bus, sollte euch das nicht gefallen, auch modden. Also ihr könnt, hier würde sich dieser Hamburger Buspaket, ne, diese Außenschwenkschiebetüren da, da würde sich dieser Sound halt zum Beispiel sehr gut eignen. Hier könnt ihr euch halt selber hinzufügen, wenn ihr Bock habt. So. Jetzt habe ich auch wieder genug gelabert, wie ich finde. Wir fahren dann los. Wie gesagt, mit Automatik. Weil halt diese Schaltvariante nicht funktioniert hat bei mir. Da ging der Motor irgendwie nicht an. Ich meine nämlich, automatische Kupplung hatte ich noch drinne. Sonst ist klar, aber... Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Du kannst erstmal guten Tag sagen hier. Du hast ja einen niegelnagelneuen Bus und meckerst gleich mal. Ne, also wie ich finde, ein äußerst schickes Teil. Gut, die Matrix kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut lesen. Weil die hier so quer ist. Ich muss mal gerade gucken. Das ist aber so,
Nicht realistisch. Nee, ist es nicht. Da ist die Scheibe, zumindest in Deutschland, ist die Scheibe ein bisschen länger und dann steht die dann doch tatsächlich hier senkrecht. Ne? Also so wie immer, dass man es wirklich hier auch lesen kann und da ist sie nicht so schräg. Müsst ihr euch mal ein paar Bilder angucken. Ist auch, glaube ich, ein nicht so weit verbreitetes Fahrzeug. Von daher, ich kannte das Fahrzeug so auch nicht. Finde es aber echt hochinteressant. Gut, dass sich die Sprinter in Omsi halt nicht wie ein Sprinter in der Realität fahren. Ich denke mal, das wissen wir alle, weil Omsi eine Fahrphysik von Omnibussen hat und das merkt man hier halt leider auch. Ist eben so. So, eigentlich gibt es hier Ansagen. Die sind zwar ziemlich scheiße, aber eigentlich gibt es die hier. Aber funktionieren diesen Bus offensichtlich nicht. Ja. Nee, aber ein äußerst schönes Modell. Kann ich euch nur weiterempfehlen, wenn ihr halt mal auf solchen kurzen Strecken fahren wollt. Gönnt euch den Bus. Der hat Platz. Guckt gleich mal nach. Und er zieht ordentlich, das ist auch richtig geil. So, und denkt dann, ihr müsst ein bisschen dichter ranfahren. Also das hat jetzt, glaube ich, immer noch nicht ausgereicht. Nee, man hätte noch ein Stück ranfahren können. Hallo. 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 Bis zu 40 Fahrgäste. Ja, Einmal guten normal, Tag. bitte. Einmal normal. Das funktioniert folgendermaßen. Einmal mit diesem russischen Ticketdrucker hier. Oder Siemens Handy, wie ihr das auch nennen wollt. Danke. Bitteschön. Joa. Jetzt hätte mir hinten vielleicht noch eine Matrix gewünscht oder so. Was ich halt schön finde, ist auch, dass so viel Glas verarbeitet wurde. Das sieht halt, also in der Realität auch extrem schick aus. Kann man nicht anders sagen. So, und das ist natürlich, weil es auch ein Niederflurwagen ist, für Unternehmen gedacht, so die halt keine Ahnung haben, ob sie sich halt einen 12-Meter-Bus holen sollen oder eher nur so einen kleinen Sprinter. Das ist also ein Zwischending. Kann man sich also, denke ich mal, ganz gut geben. So, habe ich noch irgendwas vergessen? 6,8 Tonnen wiegt der Spaß und ja, es ist ein, also Euro 6 steht hier. Sprich, es ist also auch ein modernes Fahrzeug. Finde ich sehr gut. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier, wir hatten im Stream drüber gesprochen, ob wir hier auf dem Channel, in den Videos drüber berichtet haben, dass die BVG sich ja jetzt auch Mercedes-Busse holt. Hallo. Hallo, Guten Tag. Tag. Einen normalen Fahrschein, Da bin ich erstmal eigentlich von Elektrobussen ausgegangen. Das ist da aber Bullshit. Lege. Ach, warum ist Tageskarte vorne? Verstehe ich nicht. Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Nee, ich habe dir noch keinen Danke. gegeben. Einmal bitte Kurzstrecke. Und die Hütte füllt sich aber ganz schön hier. Mir wurde ja auch vom Entwickler damals geschrieben, dass hier durchaus auch größere Busse einsetzbar sind. Also nicht nur Sprinter. Das ist ein Irrglaube. Ja, und ich finde das sehr gut. Fast 1000 Busse werden geholt von Mercedes-Benz. Ich freue mich drauf, die auf den Straßen zu sehen. Und bin auch sehr gespannt. Da kommt ja bald noch eine Elektrobus-Ausschreibung. Auch da denke ich mal, wird Mercedes zusammen mit Solaris das Rennen machen. Ähnlich wie in Hamburg. Ja, da freue ich mich drauf. Ne, dann hast du dann. Wäre halt schön, wenn es so einen einheitlichen Fuhrpark gibt. Gut, die Scanias, die werden halt auch dann noch da bleiben und so. Und dann hast du halt die Wahl zwischen Mercedes und Scania. So. Und die anderen werden wahrscheinlich dann verschwinden. Also Solaris-Bus und so. Ne? Ein paar werden dafür weggehen. Definitiv. Wenigstens sind das keine Leasingwagen. Das heißt, die Busse sind auch wieder gelb. Aber es geht dann erst 2019 Schritt für Schritt. Ich freue mich drauf. Ne? Ich freue mich drauf. Also definitiv die richtige Entscheidung, ist man mal wirklich zur Vernunft gekommen. Wird Mercedes auch zu 1000%iger Wahrscheinlichkeit wieder Mengenrabatt ohne Ende da reingeballert haben, weil sonst ist das eigentlich gar nicht finanzierbar. So, und Mercedes macht auch das, was sie am besten können, nämlich Dieselbusse. Die haben ja selbst keinen Bock auf Elektrobusse und so. Für Hamburg machen sie jetzt ein paar, aber eigentlich haben sie ja keinen Bock drauf und verkaufen so ein bisschen ihre Dieselbusse. Ist doch schön.
vor allem, da stand ja dann auch, das sind ja eben fast emissionsfreie Busse. Aber halt nur fast, ne? Ist jetzt nicht so der Unterschied eigentlich. Aber stand auch, dass das... Oh, ist total scheiße. Dass die, immer noch ein paar Stickoxide ausstoßen, aber... Mein Gott. So kann doch nicht so schlimm sein, so ein paar. Ja, hier hört ihr das. Oh, also Twister-Sound ist wirklich mies. Aber nicht im Sinne von, richtig... Also mies im Sinne von geil, sondern... Ziemlich scheiße. So. Wir ändern unsere Route. Boah, Digga. Route 1. So. Komischerweise, wenn die sonst... Also wenn hier nichts dran stehen würde, würden die sonst auch einsteigen. So habe ich das in der Probefahrt erlebt. Ja, so einen kleinen Entwerter hätte man hier noch hinsetzen können, ne? Wäre ganz schön gewesen. Ach, guck mal, hier ist die Türsteuerung. Okay. Eine Kurzstrecke, bitte. Mhm. So. Ich meine, guckt euch den Bus an. Einfach geil, oder? Ihr müsst ihn dann auch mal bei Nacht erleben. Hier, Alter. Das sieht übelst nice aus. Geiles Licht und so. Ne, gefällt mir. So. Und wir türen wieder zu und fahren weiter. Sound auch relativ laut bei mir. Das wird dann bei euch natürlich wieder nicht zu hören sein, ne? Das ist klar. Ich werde das ja wieder im Nachhinein so einstellen. Dass das bei euch läuft. Ja, brauche ich auch nicht mit Q weiterschalten. Das ist Blödsinn, wenn wir keine Ansagen haben. Da weiß ich leider nicht, woran das liegt. So, wie gesagt, 40 Plätze. Ich weiß nicht, wie es im OMSI 2 ist. Ob da vielleicht noch ein paar mehr Stehplätze eingebaut wurden. Da könnt ihr durchaus auch auf der einen oder anderen Solo-Buslinie damit fahren, die vielleicht nicht so ausgelastet ist. Müssen muss ja, also würde ich an eurer Stelle mal austesten. Ich müsste mir den wahrscheinlich noch ein bisschen modden. Motorsounds sind okay, wie ich finde. Dann versuche ich mich nochmal an den Schaltwagen ranzumachen und zu gucken, was dort vielleicht nicht funktionieren könnte. Also, woran hattet ihr liegen, ne? Oh, fragt man sich, woran hattet ihr liegen, ne? Also da werde ich mal gucken, weil so ein Sprinter, den würde ich schon gerne mit Schaltung fahren. Ist mir ein bisschen zu langweilig hier mit Automatik. Ja, Türsounds müsste man nochmal neu machen. Und ich finde auch diese F1-Perspektive jetzt nicht so berauschend. Also würde ich eher... Ah. So, wird vielleicht ein bisschen besser. Keine Ahnung, das ist mir ein bisschen zu weit weg eigentlich. Ja, wie gesagt, ein bisschen komisch wäre er sich, aber das ist nicht zu ändern halt, ne? Fährt sich halt wie ein Stadtbus, 12 Meter Stadtbus. Aber es gibt auch keine direkte Ansicht für dieses scheiß Teil hier. Man muss dann wirklich immer mit der Maus da ran. Und das könnte mir dann auf Dauer halt auch auf den Sack gehen. Dankeschön. Hallo. Aber spricht... Gut, hallo, guten Tag. Spricht definitiv nichts dagegen, mal... Ja, sich eine Runde mit diesem Fahrzeug zu gönnen, zwischendurch. Also für zwischendurch absolut zu empfehlen. Wenn man jetzt den häufiger fahren sollte, dann müsste man sich den schon noch ein bisschen zurechtmodden. Ja, da gibt es auch diesen... Ja. Merkt mal, dass der Bus aus Russland kommt, ne? Ja, also wenn ihr noch ein paar Informationen wollt, gebt oder googelt ruhig einfach mal das Fahrzeug. Habe ich ja hier von der Mercedes-Benz-Seite auch sehr interessante Informationen. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das Fahrzeug nicht allzu billig ist. Weil es halt schon relativ edel aussieht.
Ah, hinten haben wir. Ah, guck mal, die sind aus dem Citaro genommen hier. Okay. Oh Mann, haben wir die in der Tür eingequetscht. So, dann haben wir ja noch hier oben diese Warnleuchten, okay. Das hab ich vorne aufgelassen? Nee. Nee, aber es sieht so aus halt, also, wenn du hier guckst. Sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Ja, aber schreibt mir auch gerne nochmal eure Meinung zu diesem Bus in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und dann endet auch unsere Tour wieder an der Haltestelle Frauenkopf. Karte Stuttgart, Linie 64 gibt es auch bei Instagram, könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ich würde euch sowas hier gerne per Infokarte verlinken. Aber das geht ja nicht. So Instagram-Seiten und sowas. Also, und für meine eigene bin ich da zu blöd, irgendwie das hinzubekommen. So, das war überhaupt nicht souverän zum Ende, weiß ich selber. Nee, aber vielleicht, wenn ich nett bin, könnt ihr auch selber gucken bei Instagram. Ja, guckt einfach da mal. Stuttgart, da gibt es sehr, sehr interessante Bilder. Und ja, durch die ganzen Social Networks sind wir mittlerweile auch so ein bisschen besser verbunden, ja, connected, wie man heutzutage sagt. Das heißt, wir sind mehr auf dem Laufenden und so weiter. Gut. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es Spaß gemacht heute. Schönes Fahrzeug, schöne Karte. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mich wissen und dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Bleibt stabil, haut rein, ciao, ciao.